Moin und herzlich willkommen wieder bei Stronghold Definitive Edition Deutschland Kampagne Mission 15 Streit unter Nachbarn. Château de Lützelburg, das klingt irgendwie nach einem deutschen Namen, den man so ein bisschen französisiert hat. Und Château Ratzamhausen, Juli 1277. Dass der Pius euch im Schwarzwald im lodernden Feuer rosten wollte, werdet ihr ihm nicht vergessen. Mit ihm werdet ihr nicht noch einmal verhandeln. Stattdessen marschiert ihr ein paar Tagesmärsche nach Norden und hört von einer günstig gelegenen Doppelburg auf der anderen Rheinseite, die dem Puys gehöre. Als er die Belagerung von Château de Lützelburg, der östlichen der beiden, beginnt, ist dessen Besatzung von eurer Anwesenheit überrascht und verteidigt sich schlecht. Daher gelingt es euch schon kurz darauf, in die Burg einzumarschieren. Verbarrikadiert euch hier und nehmt auch die andere, besser bewachte Burg ein. Sorgt dafür, dass der Dauerbeschuss aus letzterer schnellstmöglich aufhört. Noch dauert der Kampf in der Burg an, da erhaltet ihr eine Hiobsbotschaft. Im Tal habe sich eine große Truppe von Soldaten Frankreichs versammelt, die de Pys zu Hilfe gekommen seien, um euch die Burg wieder abzunehmen. Ja, Doppelburg. Das klang interessant, deswegen war ich eben schon mal kurz drin. Und wir müssen mal eben sehen. Der Kampf läuft noch. Also sind es da diese Bogenschützen schnell. Ich finde, der Herzog kann auch mal eingreifen und alles, was hier hinten steht, schnell nach vorne. Also ihr müsst den Bogenschützen dann noch Möglichkeit loswerden. Bogenschützen alle auf dem Bergfried. So, jetzt das Ding muss natürlich gleich wieder weg und lasst dieses Tor offen. Da hat ein Bogenschütze überlebt. Schießt den bitte ab. So, während ihr das gleich hier erobert habt, da kommt nämlich, also das ist die andere Burg, die andauernd auf und schießt, die auch gut mit Fernkämpfern bestückt ist. Und da rückt die französische Armee ran. wenn man die loswerden soll. Wir haben gleich gerade mal diese Burg erobert. Aber wir haben was Neues, Baumeister. Nicht, dass es hier in die Burg passen würde. Habt ihr jetzt alle hier? Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Wir können nämlich Schilde bauen. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Und meine Hoffnung gerade einfach ist, dass wir unsere Bogenschützen besser zusammenhalten können. Wenn wir die hinter Schilden schützen. So, und diese Querverbindung vom Tor zum Bergfried muss dringend mal weg. Was habe ich noch nie wirklich gemocht. Ich würde da irgendwie reinbauen, so. Ist ein Schild ja gar nicht auf den Bergfried? Ach, warte, ich habe nur den Verbindungsweg. Achso, das ist auch ein Verbindungsweg darauf. Ne, du müsstest ja eigentlich durch die Tür können. Schild bereit, eure Lordschaft. Warum darfst du dich da überhaupt nicht bewegen? Fragezeichen. Wie können wir helfen? Schild bereit, eure Lordschaft. Was soll konstruiert werden? Na toll, die Franzosen sind schon da. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum der eine Schild da nicht rauf kann. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Muss sie da einfach nur Platz machen? Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. So, Schild darauf bitte. Verlassen nein. Dieses Gerät brauchen wir mehr Baum. Mein Bogen ist euer. Belagerungsgeräte bemannt bereit, eure Lordschaft. Wohin gehen wir? Schilde bitte alle hier drüben. Ja, bei den Nahkämpfern, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt am besten macht, ich will nur eben, dass die Schilde alle raufgehen. Bin ich ganz, naja. Wir hoffen, dass wir so möglichst viele Bogenschützen erhalten können. Eure Lordschaft. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Eure Befehle? Schild bereit, eure Lordschaft. In Ordnung. Und bitte auch mal hier vorne, liebe Schilde, ihr solltet ja auch schützen. Französischen schützen, damit möglichst viele unsere überleben. Tja. Dann haben wir hier drin noch einen Schwung Nahkämpfer und eine Burg, die unter Beschuss steht, die wir erstmal irgendwie verteidigen müssen.
Ja, das ist ein Vorratslager. Ich meine, wir haben Holz, wir haben ein bisschen Gold. Können wir da einen Pfeilmacher reinstopfen? Ihr könnt das nicht dort platzieren. Nee, Gegner ist zu nah, also. Ich sehe jetzt auch nicht, was man hier groß tun sollte noch. Programm in der Burg. Bin zur Stelle. Also ich hoffe jetzt erstmal, dass die Schilde uns möglichst viele Fernkämpfer durchbringen. Und beim Rast müssen wir halt gucken. So, die schießen jetzt natürlich erstmal primär die feindlichen Bogenschützen raus. Jetzt gehen sie da lang. Bogenschützen bereit. Jetzt kommen die von da. Jetzt sind ein paar aus der Burg rausgegangen. Die Burg ist von allen Seiten hier unter Dauerbeschuss. Wahrscheinlich kommt nachher noch ein feindliches Heer, wie man das kennt. Beliebtheit. Naja, die Beliebtheit kann erstmal in Ruhe steigen. Warum sind die da eigentlich schon drin? Okay, sammeln wir uns jetzt bitte alle oben. So, die haben noch alle 28 Bogenschützen. Die Schilde haben die zumindest bis hierhin geschützt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Angriff hier an sich überstehen. Das scheint ja lustig genug zu werden. Würde hier von allen Seiten anrennen. Ein paar der Katapulte kaputt, das ist ganz nett. Überlebt vielleicht auch irgendwas von der Mauer den Kampf. Ja, aber gleich sind sie da drin und dann schneiden sie sich auch da vorne. Schade, der große Turm wäre eigentlich nett gewesen. Aber ich glaube, wir müssen gerade irgendwie einfach primär den Bergfried halten. Das ist jetzt nicht so schön. Also Pikiniere bereit machen, hier vorne alles zu zerhauen. Und Lanzenträger, alles was raufkommt, bitte wegmachen. Schützen gerne einen Ticken zur Seite, dass ihr da nicht in die Nahkämpfer reingeratet. Und jetzt sehen, ob man das irgendwie gehalten kriegt. Ja, immer schön einer nach dem anderen hochkommen. Das ist ein Tempo, mit dem man arbeiten kann. Aber da kommen jetzt noch unerfreulich viele. Bin zur Stelle. Auf dem Weg. Ja. Da haben wir noch 26 Bogenschützen. Bisher ist zwei verloren. Ja, keine Nahrung. Es gibt andere Probleme, glaub mir. Okay, jetzt kommen sie gerade langsam alle. Diese Ritter stehen da auch noch rum, die kriegen sie überhaupt nicht weg. Okay, die sind endlich abgewehrt. Aber sollen die Franzosen sich jetzt nicht mal zurückziehen, kommt man hier einfach nicht dazu, mal einen Moment Ruhe zu haben.
Ach, wir sind voll. Könnten wir leichte Steuern erheben. Gut, jetzt mit Bogenschützen abzuschießen wird einen Moment dauern, aber wenn wir die Nahkämpfer riskieren. Und falls ihr die irgendwie in der Masse kriegt. Mein Herr? Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Ein Kinderspiel. Also, dass ihr so viele Angreifer einen nach dem anderen weg, das dürfte hier gehen. Und weiter. Nennt euren Mord ein Kinderspiel. Das sind auch noch zwei und dann müssten die da draußen noch wegschießen. Noch 21 Bogenschützen. Okay, dann haben wir noch diesen ganzen Belagerungskram. Rückt mal aus und macht den platt. Da schießt noch die Mangel die ganze Zeit. Wenn ihr sonst konzentriert euch nach und nach auf diese Ritter. Die Burg zerfällt langsam. Können wir eigentlich irgendwas Schickes bauen? Holz bräuchten wir. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Jagen kann man wohl für den Moment. Zumindest alles, was man hier baut, wird halt kaputt gemacht. Das ist das Ungünstige. Lass mal schön weiter konzentriert die Ritter weg. Während ihr euch um die Belagerungssachen kümmert. Okay, da hinten ist ein Bär, den müssen wir jetzt aber nicht so sehr beachten. Bogenschützen bereit. Visiere an. Weiter primär die Ritter. Ich meine, die Leiterträger kriegt ihr danach schon. Ja, vielleicht noch ein Jäger. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Frage, kann man hier irgendwo... Obstfarmen müssen in Tälern errichtet werden. Na, das sind die gegnerischen, oder? Sieht so aus. Die haben so viele Fernkämpfer, also ich würde denen, die wir noch da haben, kaum zutrauen, die schlagen zu können. Schilde hin oder her. Da arbeiten wir halt ein bisschen mit Käse rein und der Frage, ob ein Marktplatz was bringt. Ah, tatsächlich, wir können wieder ein bisschen handeln, dann könnten wir auch massenhaft Holz kaufen. Um erstmal irgendwie die Burg wieder in Stand, also... Mit Jagen und Käse rein oder dürfen wir da? Da dürfen Obstgärten hin. Die Distanzen, auf denen die teilweise stehen, ist schon sehr, sehr unschön. Da haben wir eine Pfeilmacherei. Ist natürlich noch mehr davon. Achso, und da gehen die auch schon drauf. Ja, aber ich würde mich mit dem messen, möchte ich eigentlich mehr. Fernkämpfer haben und wir bräuchten Steuern und wir bräuchten alles. Wir haben immer den Angriff der Franzosen überstanden, aber optimal ist das definitiv noch nicht. Gut, wir könnten notfalls auch Holz verkaufen. Bringt nicht so viel. Eigentlich brauchen wir den Turm nur noch, um auf die andere Burg rüberschießen zu können. Irgendwo eine Waffenkammer rein. Die Unterkünfte, die können auch wieder nach sonst wo, oder? Gehen dann vielleicht drauf. Aber dann stehen die schon mal irgendwo. Können wir sonst noch irgendwas verkaufen? Jetzt nichts Großartiges. Das heißt, wir müssen mit den paar Steuern und anderen Kram klarkommen. Hoffen, dass die Nahrungsproduktion das jetzt irgendwie hinkriegt. Das ist
Eigentlich, also, aber um das hier zu erobern, müssen wir das freiräumen. Und dafür will ich noch ein paar mehr Schützen haben. Bin zur Stelle. Das heißt, da kommt irgendwann noch eine Armee auf uns zu und da müssen wir irgendwie mit Schilden arbeiten. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Der neue Baumeistergilde. Wir benötigen Gold. Würde auch unerfreulich viel Gold kosten, aber dann vielleicht brauchen wir wirklich noch mehr Schilde. Wo haben wir kein Gold für nichts? Wohin gehen wir? Verzeiht, Holz verkaufen. Okay, das Ding kostet Holz, aber da kam gerade auch schon der andere Holzfäller. Wir benötigen Holz. Baumeister kostet auch noch 30. Mein Herr? Ich meine, die könnten ihren Schild darauf. Ach, die können gar nicht mehr darauf. Allzeit bereit. Warum kommen die denn jetzt nicht mehr darauf? Fragezeichen. Ist hier das in Ordnung? Was ist da jetzt? Ach, das oberste Treppenstück ist, glaube ich, zu beschädigt. Oder wir bauen da etwas hinter nochmal zurückversetzt, eine etwas sicher gelegenere Treppe. Dann sehe ich jetzt nicht, warum es nicht klappt. Ja, genau, dann klappt's. Aber wir brauchen jetzt noch einen Baumeister und noch ein paar Schützen mehr. Und dafür brauchen wir noch ein klein wenig Geld. Zur Not halt über den Verkauf von Holz. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Nahrung scheint sich für den Moment ja wenigstens zu halten. Euer Gnade, was wünscht ihr? Ich wünsche, dass ihr Schilde baut. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wie sieht das aus? Ich glaube, wir können noch einen ganzen Bogenschützen machen. Zwei sogar schon, sehr schön, wenn wir Gold hätten. Ja. Hätten wir schon wieder 24. Die Mangel neigt auch nicht dazu, den Turm ganz in Stücke zu schießen. Das ist auch sehr schön. Bin zur Stelle. Holz verkaufen, um zu überleben. Das ist normalerweise ein Ausdruck gewisser Verzweiflung. Bin zur Stelle. Bei dieser Mission sehe ich jetzt auch nicht, was man groß anders machen sollte. Mein Bogen ist euer. 24 reichen. 24 Bogenschützen mit Schilddeckung. Die haben Armbrustschützen. Das ist halt das Ungünstige. Der holt sich da erst einen neuen. Kriegen wir noch einen Baumeister? Ja, kriegen wir. Also, wir müssen das Holz verkaufen. Was der Typ hoffentlich gerade reinbringt. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Ist, glaube ich, gerade am Arbeiten. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle. 23 Bogenschützen. Hat da irgendeinen schon an einem Stein erwischt? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mit den Schilden hoch. Und wenn die das Feuer fangen, gehen wir mit den Bogenschützen hinterher. Und hoffen dann, da eine Feuerüberlegenheit zu kriegen. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Bin zur Stelle. Mein Herr, Rücken aus. Schild bereit, eure Lordschaft! Schild bereit, eure Lordschaft! Eure Befehle? Auch auf den Turm, hinter die Schilde.
Und dann zusehen die Gegner da niederzuschießen. Bogenschützen sind noch gar nicht getriggert. Das ist ganz gut, glaube ich. Jetzt müsst ihr möglichst schnell die Bogenschützen darauf schießen. Und die Mange auch gerne. Ich bin gespannt, dass die Armbrustschützen gar nichts machen. Dann haben wir wirklich schon eine Feuerüberlegenheit. Weil wenn die mitschießen und auf irgendwas draufhauen, das ist dann hier immer sehr schnell sehr unangenehm. Noch kein 9. Entlegene Dörfer sahen eine Gruppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Muss das sein? Immerhin, die Mange ist endlich ausgeschaltet. Oder wir die Burg einnehmen. Das ist noch ein bisschen schwierig mit dem Zeug, das da drin ist und mit dem Zeug, das wir jetzt noch irgendwie haben. Mein Bogen ist euer. Wir können natürlich hier draußen alles kaputt machen, die gleich kommen. Dass ich auch erstmal aus Platzgründen da draußen so platziert habe. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Sie müssen irgendwie noch eine Armee aufstellen, um da drüben hin. Wobei, unter Schilddeckung könnten wir ja vorsichtig vorrücken. Und alles einfach niederschießen. Was wir jetzt aber noch nicht machen können, weil da eine neue feindliche Truppe auftaucht. Müssen wir erstmal sehen, den Angriff irgendwie abwehren zu können. Im Zweifel bis mit Palisaden hier wieder zustellen. Hat in anderen Missionen ja auch schon irgendwie funktioniert. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Und es ist jetzt nicht die größte Truppe. Das sind doch französische Leiterträger. Sind auf dem Weg. So, wir sammeln uns jetzt alle wahrscheinlich am besten hier drüben auf dem Bergfried. Müssen da irgendwie gleich dicht machen, wenn die kommen. Da scheint hier wohl die beste Feuerposition zu sein. Dann mal alles irgendwie ausbauen. Ich weiß auch noch nicht hundertprozentig wie. Könnten hier an die Geschwächten ein paar Palisaden dran stellen. Tor wäre wieder eine potenzielle Schwachstelle, ehrlich gesagt. Dazu ein bisschen noch kommen da ja Leute rein. Noch greifen die ja nicht an. Dann kann die Wirtschaft noch ein bisschen weiterlaufen. Das sind noch ein paar der französischen Baumeister. Und alles, was jetzt noch reinbringt, ist gut. Ein paar unserer Leute da unten sind immer noch unter Beschuss, aber die können wir gerade noch nicht wegräumen. Greifen erst an, wenn die Franzosen alle da sind. Sehr schön. Also jetzt. Und laufen erstmal in einen Bären rein. Ich bin durchaus zufrieden damit. Gut, ich möchte jetzt müssen wir doch erstmal eben zubauen. Hier keinen Turm mehr haben. Das ist alles wahnsinnig angeschlagen, aber muss so notdürftig geflickt funktionieren und halten. Ja, natürlich der alte Trick, die Dinger hier draußen zu zäunen. Geht das noch? Hier werden dann so gut kein Holz haben. Ist wahrscheinlich jetzt doch eher Verschwendung. Schön, die Holzfälle macht auch ein bisschen mit. Ah, doch ein paar Kolbis. Aber abgesehen von denen geht's eigentlich.
Lieber Schild, du darfst ruhig die Bogenschützen decken. Eure Befehle? So, das sieht in Ordnung aus. Ja, die Kolbis sind mal wieder das Problem. Bin zur Stelle. Vorwärts, Pikiniere. Und weiter. Eure Lordschaft. Auf dem Weg. Jedes Gebäude, das ihr da noch irgendwie vor den Kolbis rettet, ist ein gutes Gebäude. Okay, das können wir vielleicht mal speichern. So, wir müssen verschiedene Sachen machen. Wir müssen den ganzen Kram hier natürlich wieder aufbauen. Die Gebäude haben sie gar nicht zerlegt. Die Apfel ist noch da. Gut, die Käsereien da draußen sind weg. Ja, dazu müssen wir jetzt wahrscheinlich Holz kaufen. Gehen da noch Pfeile nieder? Ach, weil da doch noch ein paar kommen. Okay, lass dir noch ein, zwei Schritte ran, dann können wir sie platt machen. Und dann müssen wir selber ausrücken mit den Schilden und diese Burg hier platt schießen. In der Zwischenzeit hoffen, dass die Wirtschaft möglichst gut weiter anspringt und weiterläuft. Ja, was wir jetzt wirklich bräuchten, wäre mal eine neue Holzlieferung, aber wenn die natürlich die Holzfälle einfach abschießen, geht das schlicht. So, jetzt waren das aber alle. Und sammeltiere ich schon mal vorsichtig da drüben, gleich um da hinten alles platt zu schießen. Ich würde sonst eben ein bisschen Holz kaufen, um das hier alles wieder in Gang zu kriegen. Zwei Käse rein. Ja, der Ausbildungsplatz fehlt natürlich auch ein bisschen. Hätten hier schon wieder zwei Bögen und eigentlich bräuchten wir natürlich viel mehr davon. Damit es aber halt kein Geld dafür. Gibt man notfalls noch vielleicht. Ne, wir lassen ihn erstmal arbeiten. Eure Befehle? Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ärgsten Schilde sind das inzwischen natürlich auch nicht mehr. Ja, in Bewegung. Jetzt haben die da auch noch einen Höhenvorteil. Ich hoffe, dass wir das einfach mit Masse kontern können. Zurückschießen, ihr müsst ihr möglichst bald mal zurückschießen. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle? In Bewegung. Nicht gut. Schilde gehen langsam kaputt. Denn ich glaube, es war zu früh für den Angriff. Das, ihr bleibt nochmal alle schön da und wir müssen noch weiter Bogenschützen erst ansammeln. Ach ja, die Typen kamen dann noch. Okay,
erstmal einfach ein bisschen wieder aufbauen lassen und stärker werden. Mich schon interessiert, können wir das eigentlich einfach kaputt machen oder ärgert die das zu sehr? Also wir müssen die Burg ja noch irgendwann erobern, weil hier alle feindlichen Einheiten weg müssen. Und die gehören dann auch ganz dezent mit dazu. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das Ende naht. Lieber Jäger, sei doch nicht so realistisch, danke. Vielleicht könnten wir hier noch eigene Obstgärten. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Na gut, das ist zu nah am Feind, oder? Weil das ist hier nicht mehr zu nah am Feind. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen das? Wird etwas Kinderspiel. Bisschen Spaß mit drin, mal einfach das Gegnerisches kaputt machen. Und nicht nur eigene Sachen verlieren. Ja, tatsächlich, jetzt dürfen wir ja auch eigene Obstgärten noch unterbringen. Ja, bitte. Wir stehen zwar ein bisschen zu weit weg. Das wird etwas schwierig. Und man kommt ja sonst hier nicht so viel Nahrung. Ihr könnt auf uns zählen. Ein weiter Weg. Aber da brauchen wir natürlich leider. Sinkt. Ein zweites Haus und dann könnte es mit der Nahrung wieder etwas eng werden. Aber dann könnten wir eh auch noch einen Holzfäller. Ja, wir müssen hier immer Holz kaufen. Ja, noch mehr Waffenindustrie irgendwann mal. Dann hoffen, dass die neue erhöhte Nahrungsproduktion halt die neue Hütte da unterhalten kann. Mal zwei Holzfäller und dann müsste das alles hoffentlich langsam mal schnell genug anlaufen. Und als nächstes würde ich dann noch einen Bogenmacher holen und dann ganze Produktion davon verdoppeln. So, jetzt sind da unsere Farm. Hey. Weil wir brauchen deutlich mehr Bogenschützen, um da vor das Tor ziehen zu können. Oder mehr Schilde, aber beides würde unglaublich viel mehr Gold kosten. Diese Holzfäller mal schneller machen. Okay, da hinten noch ein paar feindliche Farmer, aber das ist nicht so das Thema. Wir kaufen eben 5 Bretter. Und jetzt hat man wirklich mal anfangen zu arbeiten. Dann könnte die Palisade vielleicht noch das irgendwie nachher nochmal neu designen. Aber eigentlich muss man die Unterkünfte schon bald bauen, ehe dann es wieder mit Bäumen zuwächst oder solche Scherze. Aber da kommen ja neue Bretter, mit denen das möglich sein sollte. Holz. Oder sonst geht dahin. Wieder so eine Palisade rum. Also gut, wir haben zumindest die Möglichkeit, eine Palisade rumzuziehen. Ich mache es jetzt noch nicht, damit immer genügend Holz für die Bogenmacher da ist. Von denen wir nebenbei noch einen bauen könnten und wahrscheinlich auch besser tun sollten. Weil da irgendwann jeden Moment die nächste feindliche Armee eintrifft. Diese Holzfäller. Mehrere gebaut, aber sie sind trotzdem immer viel zu langsam, hat man den Eindruck. Um
bei der nächsten Steuerzahlung kann man sich den leisten. Komm, komm, komm. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen Holz ansparen, die Palisaden wieder zuzubauen und alles. Das hier drüben und trotzdem gleichzeitig noch genügend für die Bogenmacher drin zu lassen. Ja, sonst bauen wir es gleich fertig. Bin zur Stelle. Hat erstmal noch was für die Bogenmacher drin bleibt. Und halt bei der nächsten Lieferung. So, Nahrung geht nach oben, das ist schön. Die werden natürlich das alles platt machen beim nächsten Angriff, deswegen ist es erstmal wichtig, dass möglichst viel drin ist. Bin zur Stelle. So, den lassen sie in Ruhe. Man könnte den Markt natürlich auch umbauen, damit ihm nichts passiert. Den Farmen wäre es kontraproduktiv, weil da ja noch irgendwer immer hin muss. Bin zur Stelle. Ja, diese Burg. Also ich würde da gerne reinstürmen, aber ich glaube, wir müssen erstmal die nächste Angriffswelle überleben. Und wenn wir die überlebt haben irgendwie, dann knüpfen wir uns die Burg davor. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Oh, was ist Bogenschützen? Das ist nicht gerade eine ordentliche Truppe. Bin zur Stelle. Kurzzeitig die Ration erhöhen der Steuern wegen. Okay, wir könnten vielleicht noch einen Bogenmacher uns holen. Wenn man irgendwie das Gold dafür zusammenkriegt, Holz. Andererseits, wir brauchen uns ja auch die Palisade wieder zukriegen und ach, diesen Kram. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Und wir brauchen einen Nahrungsvorrat, weil die das da unten kaputt machen werden. Dann Kram. Die Früchte verkaufen. Jo, die sind ein bisschen mehr wert. Und doch noch einen Pfeilmacher reinstopfen, weil wir von denen einfach unendlich viele brauchen. Könnte es dahin? Ja, kann mal jemand eben die Steuern zahlen? Danke. Für die nehmen es einem jetzt nicht zu übel, die Früchte verkauft zu haben. Zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja, man kommt kaum mit der Produktion hinterher. Und ich würde erstmal den Bergfried vollstopfen, nur wenn wir da nachher irgendwann Kapazitäten haben, noch den großen Turm. Hier müsste auch die Partie oder die Mauer meinetwegen nochmal verbessert werden. Waren da sonst ja auch immer schon gerne mal fast am Durchbrechen an der Ecke. Und da ist auch schon irgendwie Palisade zwischengestopft. Machen wir das dann noch ein bisschen schicker. Über den Verkauf von Früchten käme noch gut was rein. Ich meine, wir könnten jetzt noch einen Bogenmacher machen. Kriegen wir sicherlich genügend Bogenschützen auf Dauer. Man behält immer nur einen Bauern, das ist ein bisschen lästig. Oder wir nehmen irgendwas raus, einen Holzfäller oder so. Wobei, die brauchen wir jetzt, wenn die alle hier produzieren. Vielleicht ein Jäger? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Werden teilweise eh nur da vorne erschossen. Bin zur Stelle. Gut, dann können wir jetzt eine ausreichende Fernkampftruppe aufstellen, sobald Gold da ist. Bin zur Stelle. Okay, dann kommt die nächste Welle wahrscheinlich erst, wenn es voll ist. Das ist gut.
Oder so steht Theorie. Die erwarten jetzt nicht, dass man die Burg erobert hat bis zur letzten Schlacht, oder? Die Nummer eben sicherheitshalber abspeichern. Und speichern. Bin zur Stelle. Was wünscht ihr? Verzeihung, Sire. Aber gern. Weil die Piken gingen gerne an den Eingang, falls hier dann doch Nahkämpfer noch aufkommen. Mein Herr? 44 Bogenschützen, es wird besser, aber da ist noch Luft. Bin zur Stelle. Und sonst verkaufen wir halt weiter Früchte. Na gut, die werden ja nachher die Farm wegmachen. Bitte Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Bin zur Stelle. Ja, nach oben bitte. Danke. Bin zur Stelle. Ja, Nahrung ausgeben, um die Steuern kurzzeitig zu erhöhen. Steuern bringt es einfach kaum, weil so wenig Leute in der Burg wohnen. Bin zur Stelle. Weil wir haben 57 Holz. Man könnte vielleicht hier schon mal ein paar Ecken weiterbauen. Hört schon mal, dass hier nach und nach nur noch ein Gang zugemacht werden muss. Einfach noch ein bisschen davor setzen, dass da hoffentlich keiner durchkommt. Okay, da dürfen wir gar nicht bauen, weil wegen Nähe zum Feind. Es sieht doch, naja, also etwas gestopfter aus. Bin zur Stelle. Ich habe doch beneidet, irgendwie was zu verkaufen. Hätte auch doch noch eine Ladung Holz, weil ich langsam diese ganzen Bogenschützen ausgebildet haben möchte. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Wenn nur mit einem bauen, ist das natürlich ein bisschen lästig, aber gut. Bin zur Stelle. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Hoffentlich hält die Nahrung möglichst lange. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Moment, fast 60 Bogenschützen. Bin zur Stelle. Gefahr, mein Lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Tja, dann schauen wir mal, ob die 60 Bogenschützen ausreichen. Bin zur Stelle. Also Tendenz steigend. Können jetzt aber nicht viel handeln. Ja. Bogenschützen bereit. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Bin zur Stelle. Ach, der Scherz wieder. Schau, die machen den Bären sofort platt. Na, ja, machen wir mal die Burg zu. Eigentlich hier draußen auch. Aber eigentlich war das blöd. Das stimmt, weil die jetzt da draußen Bauern sind. Die Truppen der Ratte greifen an. Eure Befehle? Könnt euch hier irgendwo an der Ecke stellen. Aber wenn jetzt neue kommen, kommen sie ja immerhin da drin. Wir benötigen Gold. Was jetzt, das Holz verkaufen, um an Gold zu kommen? Na, die Früchte verkaufen, dann... Okay, aber wenn die... So viele wieder schon kommen, müssen wir irgendwas verkaufen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Los, rauf da und schießen. Ja. Bin zur Stelle. Und Steuern zahlen, kommt schon. Wir haben kein Käse mehr, sondern nur noch zwei Nahrungsarten, wodurch man sich die Steuer nicht mal mehr leisten kann von der Beliebtheit her. Bin zur Stelle. Ja.
Also jetzt habe ich den Eindruck, dass die Welle bisher ganz gut standhalten. Haben sogar einen Katapult dabei. Okay, sie haben sich doch mal die Unterkünfte geschnappt. Faszinierend. Hat der KI gar nicht zugetraut, aber das sieht ja eigentlich ordentlich aus. Jetzt geht's den Turm da an den Kragen. Das sieht natürlich nicht so ordentlich aus. Aber ansonsten, was hier draußen ist, kommt jedenfalls nicht weit. Noch ein paar im toten Winkel. Na gut, der Turm ist eh verloren. Dann stürmen sie da rein, aber er schießt alles nieder, was da reinkommt. Punkt. Bleib jetzt einfach da oben stehen. Dann sollten wir eigentlich mit Masse die Burg hier unten erstürmen können. Sind denn noch welche von den Franzosen eigentlich da? Hier? Ne, die sind ja auch letztes Mal noch darauf gelaufen. Ja, ein paar Venlanzenträger, die sind aber nicht das Thema. Wir warten jetzt also darauf, dass der sich da durchgefräst hat. Dann kommen sie da alle und dann werden sie da alle platt gemacht. Oder die da drüben. Ah, wo geht's jetzt auf? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Okay, die haben nicht mehr endlos viel Zeit. Muss ich jetzt langsam zurückziehen wegen den Nahrungsmitteln. Und sonst drückt doch immer aus und macht die weg. Ich dachte, man könnte die einfach erwarten, dass sie alle dann an einer Stelle konzentriert reingehen und man sie abschießen kann. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Jetzt hat man natürlich hier eigentlich keinen Feuerwinkel mehr auf irgendwas. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Na, endlich. Befehle? Die Nahrungsvorräte Ziel sind sehr angepeilt. Knapp, bin zur Stelle. Ja. Na komm, haut ab. Bogenschützen bereit. Na, wer spießt am meisten auf? In Ordnung. Nieder mit ihnen. Eure Lordschaft? So, und ich glaube, jetzt können wir einfach rausstürmen mit der Masse und die da drüben holen. Und Speicher. Mein Bogen ist euer. Schild wird neu positioniert. Mein Herr. Der große Turm hat ja nichts mehr in Reichweite. Das wurde ja schon alles abgeschossen. Sind auf dem Weg. Schild bereit, eure Lordschaft. Dass man sich jetzt auch gar nicht so sehr um den Wiederaufbau der Burg kümmern muss. Gut, man sieht schon, die kriegen da kaum Schaden, sind gedeckt, haben eine erhöhte Position, alles was man haben möchte. Aber gegen die schiere Masse haben sie dann doch keine Chance. Okay, auch wenn es ein bisschen dauert, bis die schiere Masse sich durchsetzt. So, da hinten haben wir noch zwei. Zieht mal näher ran. Ist halt doch auf diese Kolbiere. Die Kolbiereserve da hinten echt aufpassen. Aber wir haben jetzt eigentlich auch beinahe keine Feinde mehr. Sind auf
dem Weg. Dahin, von da müssten wir die ja halbwegs erwischen können. Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Könnt ihr nochmal das Tor aus Spaß einreißen? Es würden dann wirklich die letzten gewesen sein. Gucken, ob hier nicht noch irgendwo ein Franzose rumläuft, aber nein. Bären sind da, aber die müssen einen ja nicht mehr interessieren. Bin zur Stelle. Okay, ihr könnt von hier gar nicht an die ran. Nicht, dass da gleich noch irgendwie ein Großangriff reinkommt, bevor man schultert die Waffen. Halbis erwischt hat. Wir finden hier irgendwo mal einen Feuerwinkel. Wir haben beinahe keine Nahrung. Bogenschützen bereit. Das ist leider nicht möglich. Mein Bogen ist euer. Lasst die Pfeile fliegen. Ja, doch. Banditen treiben in der Nähe der Brücke Unwesen, eurer Lordschaft. Banditen. Es ist gerade keiner in der Burg, um sie zu verteidigen. Mal ernsthaft, es ist gerade keiner in der Burg, um sie zu verteidigen. Ein weiter Weg. Ihr werdet von den Kolbis nur platt gemacht werden, falls die rausstürmen. Jetzt wohne ich an so einem Schrock. Den feindlichen Angriff überlebt. Okay. Eure Befehle? Die Banditen ziehen ab. Ey. Also, ich habe den Eindruck, die hätten den Bergfried. Na gut, sie hätten doch hier außen rum gemusst. Bogenschützen bereit. Aber hätte man jetzt an so einem Kram noch verloren. Gut, bevor die Mauer aufmacht, wartet, bis die Bogenschützen alle wieder da sind. Schild bereit, eure Lordschaft. Voll unbeliebt beim Volk, weil keine Nahrung mehr da ist. Und ach nee, es ist noch Nahrung, es sind nur die Banditen. Mein Bogen ist euer. Lasst die Pfeile fliegen! Naja, ihr trefft sie ja auf Dauer, wenn ihr vielleicht aufmacht. Frag mich, ob die rausstürmen, sobald die Mauer weg ist. Der Kandidat hat gewonnen und 100 Punkte. Vorwärts, Pikiniere. Eure Befehle? Aber natürlich. Was wünscht ihr? Bin zur Stelle. Jetzt bitte auf die schießen, ja? Nicht mehr da hinten rein. Allzeit bereit. Die denn jetzt noch hin? Aber gut, wenn sie nur in so Portionen kommen, dann kriegt man die auf jeden Fall. Wenn jetzt alle konzentriert nochmal rausgestürmt, das hätte vielleicht heiter werden können. Der Feind ist bezwungen. Ja, sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Komm, die schlagen wie im Nahkampf. Unnötig. Mein Bogen ist euer. Einfach nur so aus Prinzip. Okay, was ist jetzt los? Warum haben wir nicht gewonnen? Steht da noch irgendwo ein Bogenschütze am Ende der Karte? Ein verirrter Leiterträger von den Franzosen am Anfang. Ein Katapult. Eine Botschaft der. Achso, nee, okay. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Also eine echt heitere Mission, wo man erstmal diese ganzen Franzosen abfällen muss und dann hier immer unter Dauerfeuer liegt. Dann ist es wahrscheinlich wirklich gedacht, mit den Schilden erstmal hier freizuräumen, Ruhe zu haben und die Burg aufzubauen. Zum Glück waren die gegnerischen Angriffswellen jetzt nicht die stärksten. Und am Ende hätten einen wirklich die Banditen noch platt gemacht. Oh, das wäre so ärgerlich gewesen. Ich bin sehr froh, dass die noch abgedreht sind. Aber dann damit an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Mission. Bis dann.